Ein Roadtrip, fast 4000 Kilometer durch Europa mit dem BMW M3 und dem M2 in 6 Tagen durch 6 verschiedene Länder. Endlich kann ich euch dieses Abenteuer präsentieren. Wir befahren verlassene Bergpässe, zelten bei Tiefsttemperaturen mitten in den Alpen, besuchen große italienische Rennstrecken und dann verzocken wir alle unser Geld im berühmten Casino von Monte Carlo. Wir hatten Höhen und wir hatten Tiefen, waren oft kurz vorm Verzweifeln. Und ob wir am Ende unsere Tour so beenden, wie wir es wollten, naja, das bleibt abzuwarten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer und hoffe, dass ich euch etwas in diesen Roadtrip eintauchen lassen kann. Und dann geht's heute wieder los mit dem Pistenclub in Monza. Geil, wir werden langsam uns vorarbeiten, dass wir alle Strecken der Welt befahren, bis wir irgendwann in Laguna Seca stehen. Ja, einmal durch den Kalender. Einmal durch. Nee, das wird cool. Track der heute wird wild. Wir müssen gleich mal das Line-Up zeigen, weil es sind schon heute... Also ich habe eine Garage gesehen, die war geil. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Track, der mit so einem Line-Up gesehen, weil da vorne auch 488 GTB, 458 Speziale und so. Also schon wilde Autos am Start auf jeden Fall. Da kommt dann Serengeti Motorsport kommt gerade. Geil, das ist natürlich auch immer ein Riesenvorteil, wenn so ein Track-Day-Anbieter einen Track-Support hat. Weil, wenn Sebastian jetzt keinen hätte, würde er gleich da stehen. Ja, und ich werde wahrscheinlich auch deren Hilfe benötigen oder zumindest Werkzeug von denen. Ja, aber die waren, glaube ich, ganz nett. Die waren ganz gut. Ja, und wir gehen jetzt mal zum Briefing und schauen mal. Vor allem, das Ding ist, das wird richtig bitter, weil eigentlich, gut, du könntest, ich kann nicht. Eigentlich sind wir schon ja immer relativ zügig bei den Track-Days. Aber ich mir heute die ganzen GT3-Autos und so heute, hier angucke, werden wir die letzten sein, weil wir einfach, es kommt nur auf Leistung an hier. Komm mal in die Garage da. Okay, moin, Alter, was ist denn da los? Richtig geil. Wir haben auch mal 10 Sätze Slicks dabei, ne? Alter, da hinten steht auch noch so ein LMP-Auto irgendwie. Schauen wir mal, was da bei mir drin schon abgeht. Okay. Sebastian. Aber der kommt hier noch weg, okay? Digga, wir sind am Arsch. Ja, ja, die, heute wird auch laut, schätze ich. Boah. Ja, das ist... Boah, das ist ein großer SR. Also wir werden heute so keine Chance haben. So mit Abstand gar keine einfach mal. Das ist ja wild. Hey, vor allem nur Rennwagen. Wie viele Rennwagen jetzt ja, heute hier sind, ne? Da, normalerweise ist ja immer mehr Straßenauto. Sollen wir wirklich in der Rennwagen? Vielleicht fahren wir heute das erste Mal in der Straßengruppe, wenn uns so ein Huracan GT3 Evo Y28 überholt. Sie müssen einmal da durch. Und dann aber geil, was ist denn das hier eigentlich? Das ist einfach gemoddet, oder? Das ist wie dieser Cup-Umbau am Nürburgring. GT3 Club Sport nennen die den. 992 GT3 umgebaut auf Cup. Geil. Fett, ne? Ja, richtig fett. Schön O-Saft. Ja, ein O-Saft zum Frühstück. Also da muss ich ja sagen, das war jetzt beide Male wirklich die beste Anmeldung, die ich so je hatte. Einfach Fahrerbriefing kurz und knackig. Und er sagte auch nochmal, nächstes Jahr wird Tazio wahrscheinlich die lange Strecke haben. Und Tazio, muss ich sagen, hat mich komplett überzeugt, weil das so richtig... Du kannst so richtig bis aufs Gras hacken, das macht richtig Bock. Also muss ich sagen, coole Strecke. Und nächstes Jahr vielleicht in langer Variante wieder dabei. Das wäre natürlich ultra cool. Auto abgeladen, Bulli hat Vincent geil gepackt. Ist alles gut verstaut, hier kriegen wir noch die Reifen hin. Und dann sind wir da gut on Tour nachher, damit wir richtig Stützlast fahren können. Damit wir auch 190 mit dem Hänger nachher fahren können. Nee, aber jetzt die anderen Tage hat man ein bisschen wenig Stützer. So 30, 40 Kilo war doch ein bisschen zu wenig. Wenn man mal so machen kann. Wenn man den so hochheben kann vorne, ist es doch eher schwierig. Aber das war jetzt, ging nicht anders mit den Reifen. Ja, Auto läuft gerade warm. Und dann muss ich gleich noch tanken. Und dann schauen wir mal, wie gut Monza mir taugt. Tazio hat ja schon richtig gebockt. Aber Monza ist halt auch nochmal irgendwie so eine Formel-1-Strecke. Und ja, ist natürlich Leistungsstrecke, die ich nicht habe. Also vielleicht, ja. Und Sebastian? Was ist? Notlauf. Also Sebastian hat jetzt schon dreimal Notlauf gehabt und wir kamen gerade auf die Idee, ich meine, wir haben ja so einen schönen Adapter hier von Carly Car Connect und können das jetzt einfach mal auslesen. Warum denn das Auto in Notlauf geht? Weil ich Serienmap fahren muss wegen dir. Yo. Das war der erste Grund.
So, erstmal in OBD rein. Muss ich Zündung anmachen? Du solltest jetzt Zündung anmachen, ja, das wäre nett. Muss ich das das AK-Motion sperren auch? Muss den OBD freigeben, ja, auch das wäre top. So, jetzt fügen wir ein neues Auto hinzu. Ja. BMW. Das sind 2er, ne? Welches Baujahr? Baujahr, bin ich blöd, 2019. 19, M2 F87? Ja. M2 F87. So. Verbinden. Verbindung zu Adapter wird hergestellt. Geht das von da, sonst kannst du auch dahin wegen der Sonne. Fahrzeugdaten werden ausgewertet. Bin gespannt, ich bin jetzt echt gespannt, was er hat. Ja, ich auch. Es kam ja, als ich über die Curbs bin, da ganz... Guck, ich sag es immer wieder, ich sag es den Leuten, nehmt so einen Adapter mit zur Rennstrecke, so ein Kali-Ding. Kannst immer auslesen, kannst immer... Beim ersten Mal war es einfach auf der Gerade statt... Du kannst aber aus anmachen, ist weg. Ja, ich habe aber es kommt wieder. Ja, ja, weiß ich nicht, hoffe ich nicht, aber... Ja. Nein, aber es ist jetzt immer wieder gekommen. Zweimal. Diagnose. Total Diagnose schön. Durchführen. Dies kann 2 bis 3 Minuten dauern. Genau, wir machen jetzt hier eine Diagnose. Hast du es freigegeben? Ja, sonst könnten wir gar nicht auf den Dings zugreifen. So, Freunde, wir haben jetzt hier 19 Steuergeräte haben geantwortet. 80 gefundene Fehlercodes, Ergebnis anzeigen. So, Motor haben wir 9 Fehler. Einspritzabschaltung, Katalysatorschutz wegen zu niedrigem Druck im Hochdrucksystem. Das ist deswegen zu wenig Sprit. Das ist aufgetreten bei 51.591 Kilometern. Vor 7 Kilometern ist das aufgetreten. Verbrennungsaussetzer, mehrere Zylinder, aber das wird aufgrund von zu wenig Sprit. Ja, Sprit war Verbrennungsaussetzer, wenig, ne? Zylinder 3 erkannt. Sprit ist gleich wie vorher, wo er auch das erste Mal in Notlauf ist. Also ja, hier, wir haben bei 92 ja, Verbrennungsaussetzer, wir haben ganz viele Verbrennungsaussetzer. Das wird der Notlauf sein, deswegen hast du... Krass, dass der wegen zu wenig Sprit. Ja, oder deine Hochdruckpumpe oder so geht kaputt. Kann natürlich auch sein, ne? Ja. Ja, also es ist bei dir tatsächlich... Irgendwas mit Kraftstoff halt, ne? Kraftstoff, ich würde jetzt einmal alle Fehler löschen. Getriebe haben wir einen Fehler drin, das ist aber nur ein Signal. Türkontakt ungültig, das ist egal. Elektronikmodul hinten, Heckscheibenheizung ist egal. Fahrtrichtungsanzeiger ist alles egal. Ich lösche jetzt einmal nochmal die Fehler. Ja, und dann tankst du nochmal, dann fahren wir nochmal. Aus, wenn der Tank noch halb voll ist. Genau. Ja, das heißt, wir löschen jetzt alle Fehler. Ihr könnt hier mit Fehler löschen, ihr könnt hier mit kodieren, ihr könnt hier mit so viele Sachen machen. Und deswegen, wenn ihr irgendwie autoaffin seid, habt das einfach immer dabei, so wie jetzt, dann kann man das gerade mal rausfinden. Weil sonst könnte es jetzt ja auch was anderes sein. Man macht sich einen Kopf, was es ist so und jetzt weißt du, okay. Im schlimmsten Fall muss ich halt früher tanken. Sollen wir noch was Cooles kodieren? US-Standlicht oder was? Warte mal, hast du Dings noch drin statt Stopp? Nee. Hast du aus. Startbildschirm. Hä? Startbildschirm können wir kodieren auf M2 CS Racing. CS Racing geht, ja. Ja, also ihr könnt viele Sachen hiermit machen. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen. Ich verlinke euch das unten. Da ist auch hier irgendwo ist ein Rabattcode. Hoffe ich. Ist noch gar nicht geplant mit denen. Aber werde ich ihnen jetzt vorschlagen, weil es ja ist die beste Integration, die ich in meinem Leben je hatte, jetzt gerade jetzt hier. Ich würde direkt reingehen mit Rabattcode. Ich will auch haben. Ja. Ich will den auch haben. So, und deswegen, ja, checkt es gerne ab. Wir löschen jetzt die Fehler, gucken nochmal. Wenn wir gleich nochmal auslesen, seid ihr wieder dabei. Also. Boah, Monza ist ja ein riesen Areal, ey. Da müssen wir gleich nochmal eigentlich einmal eine kleine Rundtour machen, einmal ein bisschen rumgehen. Das ist ja krass groß. Ich glaube, da setzen wir uns gleich einmal in X3. Vom Sebastian und fahren mal rum. Geil. Also Line-Up super, aber es scheint wieder verkehrstechnisch perfekt zu sein. Also das ist wirklich eine geile Sache, muss ich sagen. Also vom Verkehr her Pistenclub, dicke Empfehlung. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal nächstes Jahr abchecken. 1, 2 Tracktests. Denkt dran, die sind immer schnell und früh ausverkauft. Gut, das ist meist so bei guten Sachen, die sind dann schnell und früh ausverkauft. Aber checkt das mal ab. Guck mal, was da so für euch ist, weil gerade so ein Italien-Trip, Alter, ist schon geil. Guck mal, mal so ein Vorschlag von mir, wenn ihr da offen seid. Mietet euch einen Camper, so einen Crafter oder so. Also diese Crafter California oder so heißen die. Mietet euch so ein Ding, wo man Anhänger mitziehen darf. Und dann fahrt ihr mit eurem Track-Tool. Da müsst ihr euch vielleicht noch einen Anhänger besorgen, wenn ihr keinen habt. Aber wenn ihr ein radikales Track-Tool habt, habt ihr auch einen Anhänger in der Regel. Aber sonst mietet ihr nur noch einen Anhänger. Dann macht ihr eine Italien-Tour. Das ist doch ultra geil. Also es hat... Muss ich sagen, es war der beste Trip, den wir jemals mit Autos hatten. Hat so unfassbar viel Bock gemacht. Wir haben so viel erlebt. Und gerade wenn vom Pistenclub die Trackdays immer aneinander liegend sind, dann könnt ihr halt auch mal sagen, okay, ich fahre freitags Tazio, was eine sehr geile Strecke ist. Komplett underrated, würde ich sagen. Also völlig unterbewertet. Und dann noch Mugello oder Monza oder sonst was. Jetzt klingelt gerade mein Handy, das heißt YouTube-Video veröffentlichen. Ja, es wird einfach immer gearbeitet. Also, denk mal drüber nach, ist eine geile Sache. Übrigens bezüglich Stehbolzen, wer das jetzt ein bisschen bedenklich finde, mit 4 zu fahren. Erstmal bin ich noch nicht gefahren. Also das heißt, ich kann jetzt viel erzählen und es kann vielleicht was passieren. Und dann sage ich, okay, scheiße, habe ich mich vertan. Aber ich bin der Meinung,
erstmal kannst du mit 4 fahren, da passiert gar nichts, meine Meinung, so, erstens, und selbst wenn, so jetzt, kommst, und selbst wenn was passieren würde und jetzt die anderen auch abreißen, dann reißen ja nicht 4 Stück, bam, auf einmal ab, sondern dann knackt einer, dann knackt der nächste und du merkst, das Rad wird locker, ja, das macht dann Bewegung, dass das arbeitet, das heißt, du hörst ja das, was das Auto macht und ich höre sofort, wenn irgendein Geräusch hier anders ist, als es normal sein sollte. Und dann kann ich natürlich sofort sagen, so, safe ranfahren, abschleppen. So, es ist ja nicht so, bam, das Rad fliegt ab. Das wird ja nicht passieren. Ja, weil es kündigt sich ja immer an und dann musst du halt reagieren. Bin ich der Meinung. Ich hoffe, das bewahrheitet sich und das wird tatsächlich so sein. Aber ich bin da guter Dinge. Und deswegen fahren wir jetzt mal schön Monza. Richtig geil, Tankstelle hier direkt. Sprit in Italien teuer und Autobahngebühren. Alter, die Italiener, die spinnen mit ihren Autobahngebühren. Also ich finde, okay, wenn man Geld für eine Autobahn nimmt, aber wir haben jetzt für die Wege, wir müssen mal sagen, über 300 Euro bezahlt. Also ich würde behaupten, ich habe mehr Autobahngebühren als Diesel bezahlt. Das ist krass, oder? Also das finde ich brutal einfach. Autobahngebühren in Italien sind eine Frechheit. Und dafür sind die Autobahnen auch noch scheiße, das kommt noch dazu. Also das ist halt der nächste Punkt. Wenn die übel geil wären und das so richtig, du würdest da drüber gleiten, aber irgendwo immer diese Bodenwellen, nee. Nee, einfach nee. Ich habe es gerade erst gecheckt. Das ganze Areal hier ist, glaube ich, öffentlich. Das ist ein Park, also Monza Park. Und nur die Rennstrecke ist jetzt hier abgezäunt. Nochmal separat, weil man sieht, dass da vorne der Eingang. Da kommt man nicht rein und die lassen auch niemanden rein, der nicht zum, ich sag mal, Trackday gehört. Das heißt, du kommst schon relativ nah an die Rennstrecke dran, aber dann direkt aufs Rennstreckengelände kommst du nicht. Ja, weil ich hatte mich schon gewundert, warum das so groß ist. Und ja, es scheint irgendwie ein öffentlich, weil da gehen auch Leute joggen und so da hinten. Mitten in der Stadt ein Park und eine Rennstrecke. Ja gut, besser als ein Park und keine Rennstrecke, würde ich sagen, oder? Denke ich mal. Was voll nervt bei diesen Tankstellen hier, du musst immer neu bezahlen, zweimal. Du musst immer bezahlen, das ist voll nervig. Nee, du musst immer zweimal bezahlen, weil der nur bis 98 Euro geht und dann quasi du neu autorisieren musst die Karte. Warum die nicht einfach eine Autorisierung bis 200 Euro anfragen bei der Karte? Nervt halt komplett, weil du jedes Mal hier tanken muss, reinstecken muss, wieder hingehen muss, bezahlen muss, PIN, alles, Zapfsäule aus und wieder hin, tanken und dann geht's erst. Ja, aber bei mir könnte sein, dass es sogar reicht. Ich bleib bei 98 Euro, weil ich hatte auch noch 10 Liter drin oder so. Ist dann halt nicht ganz voll. Gehe ich nachher nochmal tanken.
Boah, geil! Du fährst gefühlt nur Vollgas, ganz ein Vollgas und auch übel schnell. Einmal richtig schon vollkommen verbremst. Komplett Startziel, dachte ich mir so, ja, das muss doch später gehen. Ja, das geht auf jeden Fall nicht später. Ah, diese ganz fiese? So, ja, aber beim Simulator habe ich schon gesagt, alle sich immer in die Karre fahren. Genau die. Ja, ansonsten geil, ne? Macht Bock. Also die ist brutale Leistungsstrecke, ne? Also hast du hier 100 PS mehr als die anderen, da kannst du in der Kurve noch so langsam sein. Ja, auf der Bremse kannst du dir ein paar holen, aber sonst ist hier so viel gerade. Alles über 600 PS ist so schnell, so weit weg, dass du es nicht mehr siehst. Das ist halt was anderes als am Bilzerberg oder gestern oder vorgestern Tazio. Da hätte man halt mit, keine Ahnung, 200 PS schneller sein können als mit 500. So. Aber hier ist brutal. Also, boah, geil. Aber geil, weil... Ich hab extra gesagt, ich will jetzt einmal rausfahren, einmal die anderen dran drücken, weil ich habe schon mal gesehen, wenn die abbrechen, dann sind die richtig lose, also dann machen die so, fallen direkt runter. Merkt man aber keine Vibration, nichts. Ich habe schon eben zu den Leuten gesagt, ich sage, es ist ja, viele werden jetzt sagen, Alter, wie kannst du damit fahren? Aber es ist ja nicht so, dass dann instant das Rad abfliegt, sondern man merkt Vibration, man merkt Wackeln so und dann geht's ab. Und da muss man natürlich dann vorher reagieren. Sobald man irgendwas hört, was man spürt, was man nicht spüren sollte, sofort anhalten, sofort rechts ranfahren und gucken. Aber jetzt so erstmal finde ich es unbedenklich, deswegen. Vorne würde ich es nicht machen, aber hinten. Man muss ja auch mal sagen, dass es dir jetzt noch nicht irgendwie während der Fahrt abgebrochen ist, sondern halt wirklich beim Festziehen. Beim Anziehen, ne? Ja, beim Anziehen. Das ist halt leider immer bei diesen Stehbolzen. Nervt. Egal. Aber ey, meiner ist noch ein Tick langsamer. Aber nicht viel. Nee, ich stell den Flügel jetzt mal flach und dann müsste es vielleicht gleich sein. 5%. Ey, aber ich, wenn ich hinter dir bin, ich kann mich nicht ranziehen, ne? Geht echt? Nicht. Ist genau gleich schnell. Es ist genau gleich schnell. Und selbst du, mit Windschatten. Und du kannst dich leicht ranziehen. Ich kann mich ransaugen. Ja, wir haben es ja auf der Geraden gesehen. Da bist du ganz, und du bist ja schlecht herausgekommen. Ja. Ah, aber geil. Richtig, macht richtig Spaß. Voll Spaß. Voll Spaß. Aber meine Öltemperatur ist natürlich am Limit, ne? Ja, klar, ja, wenn du hinterher fährst. Aber ultra gut. Schön. Ja, das ist echt eine Strecke, wo man ohne großes Risiko echt mal gegeneinander so ein bisschen... Ich werde jetzt den Flügel noch mal einen flacher stellen und dann schauen wir mal. Ey, ich kann keine Leistung machen, ne? Aber ich kann weniger Aero machen. Alles für den Fight. Also ich habe jetzt einen Klick weniger gemacht. Wie viel steht denn jetzt? Oder habe ich jetzt Abtrieb? Auftrieb? Nee, ist gut. Das ist flacher, ne? Ist gut. Der ist wie deiner jetzt ungefähr. Ja, ich könnte auch noch eins flacher, aber... Ja, dann hast du aber Auftrieb. Kein Abtrieb wieder. Mehr. Dann ist es wieder ungerecht. Schön. Ich denke, das sollte jetzt gut passen. Und dann schauen wir mal, wie viel schneller Sebastian ist. Bloß eben ist Sebastian sein Frontunterfahrschutz mir auf die Scheibe geschallert, den er sich ja bei seiner Bordstein-RAM-Mission abgefahren hat. Ja, und den müssen wir uns jetzt mal angucken. Da ist jetzt nämlich alles auf dem Boden hier. Jetzt geht's nochmal los. Ganz schnelle Nummer nochmal, weil vor der Mittagspause nochmal eine Runde fahren. Flügel flachgestellt. Ich bin gespannt, ob man das merkt. Es wäre natürlich babamäßig, wenn ich jetzt ein bisschen schneller wäre als Sebastian. Zumindest im Windschatten mich ransaugen kann, das wäre halt gut. Weil jetzt ist halt so, ich komme nicht ran, keine Chance, 0,0 Chance. We'll be right back.
Ey, diese Strecke, die macht ja unfassbar viel Bock. Vor allem, wie geil es ist, dass du merkst, dass es was bringt, wenn du den Flügel flach stellst. Na, wie schön durchs Kies gemöllert? Ja, aber lustig. Schön durchs Kies hier. Hat schön geraucht, ne? Ja, einmal durch, aber ja, sonst wäre ich ist, wie es ist, ne? Ja, richtig geil. Aber geil, wie man merkt, was das bringt, dass du den Flügel nur so eine kleine Strecke. Kannst dich ansaugen jetzt, ne? Ja. Oder hast du vom Gasgang? Nee, nein, voll drauf. Ja. 5 km/h macht es bestimmt aus. Ja, richtig geil, Mann, weil auf der Geraden dachte ich so, ja, ich komm dran. Und vor allem richtig krass bringt es, warum auch immer, wenn du, also du merkst es richtig krass, du fährst da hinterher, dann bist du relativ nah und dann scherst du aus. Und dieser Moment, wo du ausscherst, denke ich, eigentlich müsstest du ja voll im Wind stehen und wieder zurückfallen, aber du hast voll den Überschwung halt, ne? Und kommst so voll schnell vor. Also mega geil, da macht richtig Spaß. Also Hammerstrecke, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist halt geradeaus, ja. Bremse links, rechts, wieder geradeaus. Aber voll geil, Mann, also voll geil. Auto läuft auch echt gut, Flügel lass ich für die Nordschleife erstmal so. Aber Mann, ich merke das in der langen auf die Startziel drauf. Echt? Weil ja, einmal wurde ich so richtig rausgetrieben. Ich denke so, Junge, was, der hat gar keine Traktion hin. Ich denke immer, ich habe ja immer, ob die Dinger so wirklich Aero machen und so, aber dann anscheinend schon. Ja gut, also bremsen tun sie dann auf jeden Fall, weil jetzt ist er schneller. Ja, das also ist so, ja. Aber ja, reicht das schon, wenn es, ne, 20 Kilo. Geil, richtig cool. Normalerweise müsste man mal irgendwie, ich weiß nicht, wie man das verwirklichen kann, oder doch, von außer Waage dieses Ding, weißt du, was unter den Wagen ist. Ja, wie viel. Und dann machst du die hier drunter. Und dann guckst du mal drin, wie viel der auf den Heckdeckel unten, weil der, hier siehst du ja, der macht ja. Ne, und wenn der macht erstmal den Kofferraum richtig zu. Und wir machen erstmal den Kofferraum zu und dann geht's los. Nee, mega, also die Strecke ist wirklich babamäßig. Hammer. Geht natürlich auch gut aus Material, muss man sagen, ne? Also Bremse. Man merkt schon, die Bremse wird weich und so. Also weich wurde meine jetzt tatsächlich. Ich habe mal drauf geachtet, wird nicht weich. Also was minimal länger, aber was man merkt, ich habe einen längeren Bremsweg durch die Reifen, weil die heiß werden. Ja. Aber nicht, weil die Bremse weich wird. Aber gut, du hast keine Belüftung, ne? Ja, bremsen tut es gleich gut, aber die wird halt, das Pedal wird halt zu viel. Ja, das habe ich nicht. Ich merke nur, dass ich mehr ABS-Regeln habe. Okay. Aber mega. Hammer. Jetzt ist erstmal gleich Mittag, wir zeigen euch mal ein bisschen die Strecke. Übrigens, wenn ich mal ganz viel Geld habe, dann ist das meiner. 458 Speziale. Das ist das geilste Auto. Finde ich, ist der geilste Ferrari überhaupt, wenn ich mir den so anschaue. Kennst du das, wenn du dein Kennzeichen löst und dann die immer rausfummeln musst, die Kennzeichen? Er hat da einfach Federn, dass es das Kennzeichen dann rausdrückt. Das wenn drückt er einfach raus. Geil. Ja, nee, das wäre meiner, muss ich sagen. Wenn ich Kohle hätte, ich würde auch eher als ein GT3S fahren. Echt? Ja, safe. Ja, als safe. Aber nicht auch für Rennstrecke so, sondern nee, aber wenn ich mir einen jetzt aussuchen dürfte, würde ich den nehmen. Hey, Hammer. Also Felgen finde ich immer, finde die Felgen jetzt nicht, das Auto ist schön, aber die Felgen werden. Felgen kann man gucken, ja, geil wäre E88 auf, ne? Da drauf, goldene E88. Meinst du? Alter, hast du schon mal gesehen? Ja, gibt's. Brutal. Jetzt gleich gibt's einen kleinen Trackwalk von uns. Guck mal, ist offen sogar. Ja, ist offen. Hey, da fahren wir drüber im X3. Nein. Doch. Wir fliegen raus. Ja. Junge, ganz oben. Du fährst halt nach Hause. Ja, ne, wir wollen heim. Nee, fahr nicht drauf. Lass erstmal einmal gucken und dann können wir zum Fahrt. Junge, ist das steil, das ist ja geisteskrank. So, Freunde, wir gehen jetzt mal zur Steilkurve. In Monster. Was ist hier genau gefahren, Sebastian? Komm, Sebastian hat so ein bisschen historisches Grundwissen. Ja, komm halt her, komm mal her, Junge. Erzähl doch mal. In den 50ern, ich weiß nicht, bis wann ist halt hier Formel 1 gefahren früher. Doch. Also, ey, stell mal vor, wenn ich da jetzt mit dem M3 fahre, dann hat er nach einer Runde kein Öl mehr im Motor. Und ne, alles Betonplatten, aber da ist die Formel 1 früher gefahren. Das Monster war ja quasi. Junge, wie steil. Da kommt man ja gar, da kann man nicht mal hochlaufen. Ich schätze mal, so ein Oval in den USA ist ähnlich, ne? Meinst du so steil? Ja. Ja, aber wenn du anhältst. Junge, überleg dir mal, du knatterst da mit 380 oder 350 durch, das ist ja voll behindert. Das ist wirklich komplett bekloppt. Guck mal. Alter, hey, hier müssen wir mit dem, ne? Na, du kannst hier drauf. Das kommen, sieht man halt an der Kamera. Ja, doch, stell mich mal gerade hin. Aber da läuft sie nicht. So ist halt gerade, muss man von da gucken. Ja, Junge, das ist. Alter. Junge, gleich kommen wir nicht mehr runter, Sebastian. Dann liegen wir hier. Oh Gott, ich rutsch. Oh Gott! Oh Gott! Hey, fällt nicht dran. Krass. Das ist natürlich schon irre, ne? Ist da oben irgendwas sehr Interessantes? Nein, hier ist gar nichts. Mal gucken, wie weit der X hochkommt. Jo, hey, das machen wir, Sebastian. Man wird halt so, ich würde schon mal gern durchfahren. Hä, was soll, du darfst doch langsam mit Fahrrädern, guck mal. Ja, aber Auto ist ja nochmal. Ja, was meinst du, was passiert? Zu Vollgas Ärger, denke ich. Na, glaub ich nicht. Ich will erst austrinken, ich brauche meine beiden Hände. Gleich ist meine Sohle weg. Hey, das wirkt null auf der Kamera wahrscheinlich wieder. Steil, dass meine Schuhe rutschen und ich keinen Grip habe. Einfach eine Wand vor dir, wenn du stehst.
Sollen wir gucken mit dem X3er hoch? Ja, stimmt, kannst hoch, der hat doch sogar Dings. Fahr doch einfach mal jetzt hier so, nur so grad hoch. Vor allem jetzt gerade hier ist ja niemand. Wenn du seitlich fährst, kippt er um. Ja, kann. Nach hinten kippt er nicht um. Nein, wie das denn klappt, Mann. So, wie so diese Autos, die so einen Überrollbügel haben, die da so runterrollen wieder. Vor allem, er kümmert sich jetzt um Ärger, hat aber in ganz Italien so viel Scheiße gemacht. Er wollte in Monaco am Hafen zwei dicke Schwarze machen. Weißt du warum? Weißt du, was seine Begründung war? Hat er schon erzählt. Seine Begründung war, dass er dann bei der Formel 1 seine zwei schwarzen Striche sieht. Und sich nass freut. Weiter. Was mit der anderen Kupplung? Geht das? Ja, locker. Ja. Junge, der fällt einfach hoch. 50%. Dann ist es ein 45 Grad Winkel. Nein, jetzt gerade. Warte, das ist 38 Grad. Fahr mal weiter. Nein, ich trau mich nicht. Hey, das wird nicht steiler jetzt. Auf der Rücken. Cool, aber da weiß man mal, wie stark. Das ist krass, Alter. Ja, ich bin mal gespannt im Auto, das ist ja brutal. Oh, Junge, wie steil, Alter! Das ist eine Wand, ne? Du denkst, du fährst auf eine Alter, Wand. Das ist ja geisteskrank. Also, ich fahr jetzt mal hoch. Oh, oh. Einfach gerade, ne? Junge! Oh! Alter! Alter! Weiter, komm, gib mal Gas! Bremse! Oh, Junge, was für ein Gefühl! Wir rutschen wieder. Ja, ja, geh doch vor der Bremse! Das ja, wir werden für uns auch gefilmt gerade. Das war die Steilkurve in Monza. Junge, Mann, geil, Alter! Das war ja absolut wild. Ja, hey, was sollen sie machen? Kennst du dich noch schon? Ja, nee, hast auch wieder recht. Eigentlich, man darf nicht mal so eine Angst haben. Es machen Leute so viel Scheiße, Alter. Ja, das wir ist, haben gar nichts gemacht. Wir machen nichts kaputt. Wir machen nichts kaputt. Wir nehmen unseren Müll nicht weg. Es ist, also, wir nehmen unseren Müll wir nicht nehmen weg. Unseren Müll überall immer weg. Ja, also wir sind halt voll ordentliche Leute eigentlich. Wir machen halt mal irgendwie nichts irreparabel kaputtes. Genau. So, wir machen mal ein bisschen Rauch, mal ein bisschen, wir tun niemandem was. Wir haben jetzt auf eine alte Formel 1 Strecke ein bisschen Gummiabrieb gemacht. Ja, mehr, genau. Wie tragisch, Alter. Ja. Boah. Das ist steil, ne? Das war richtig steil. Aber dass der Wagen da hochgefahren ist, 62% stand da. 62% und der wäre ja, wärst du am Gas geblieben, wäre der ja weiter hochgefahren. Krass, richtig krass auf jeden Fall. Nach Mittagspause fahren irgendwie so Oldtimer oder so. Da vorne ist Sebastian durchs Kies geschallert, da hinten rechts. Schön durch. Ja, komm. Das ist bei der Formel 1 aber auch eine ganz geile Stelle. Voll geil, ich denke es mir gerade. Hier würde ich sitzen. Also bei der Formel 1 muss man sagen, wird es hier schon geil aussehen. Herrlich. Schön. Schon geil aus. Mann, war das eine geile Tour, oder? Ja, bis jetzt. Also ist ja bald vorbei leider, aber war echt schön. Ja, ich meine, es ist ja immer gut, wenn es zu Ende geht, wenn es noch gut ausgeht. Nee, aber so am Meer entlang, das war alles so surreal, mit dem Track-Tool da an der Côte d'Azur entlang. Hast du das Foto gesehen, wo ich gemacht habe, vor der Yacht? Ja. Wo ich mir so denke, so Alter, mit dem M3 Monaco im... War völlig verrückt. Ja, mega. So, wir haben es bis auf den letzten Liter, Beweisfoto kommt, runtergefahren. Sebastian, ein Liter hatte ich noch, wo ich jetzt hier raufgefahren bin. Echt? Ja. Das ist halt geil mit dem Aim, weil, also ja, mit dem Aim, das ist halt mega, weil du halt Liter genau das sehen kannst, wie viel drin ist. Ich hatte jetzt auch keinen Fehler mehr, aber keine Ahnung, was das, das war. Ja, stand doch der Einspritzsystem, das wird es gewesen sein. Sebastian, Spaß hat es gemacht, ne? Aber richtig. War wirklich geil. Also. Auf jeden Fall zu zweit noch geil. Also zweit muss es brutal. Also sowohl die Strecke als auch der ganze Trip hatten wir einmal, wir hatten ja nicht einmal den Moment, dass wir dachten, so Kacke, das bockt irgendwie nicht. Ich war ganz kurz am Berg, als wir da, als das Rad schräg stand. Nee, hatte ich gar nicht, muss ich sagen. Hattest gehört du, halt dazu, ne? Ich hatte auch nicht das Gefühl. Ich dachte so, das lösen wir einfach jetzt. Ja, also, ja. Ich habe nicht gedacht so. Das ist ja auch ein bisschen das Schöne an so einem Roadtrip, ne? Dass man sich da halt dann überlegt, behelfen muss. So. Ich finde das ja auch geil, da mal drüber nachdenken. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier aus so einer Kacksituation mal weg? Also es ist schon Bock gemacht. War also schon geil. Würde es immer wieder machen. Der bessere Italienurlaub, weil halt was los ist. Ne? Ja, ja, wir haben ja durchgehend geballert irgendwie. Ja, hier rumgerannt, also verschiedene Sachen gesehen, gefahren, aufgeladen, abgeladen, Camp aufgebaut. Ja. Hat echt Spaß gemacht. Ja, das stimmt. So, und wir werden jetzt 12 Stunden Auto nach Hause fahren. Ey. Hinten gurte ich noch an. Schauen wir mal, ne? Gleich noch durch die Schweiz, nochmal 80 Euro für Schweizer
Vignette bezahlen, ey. Im Vergleich zu Italien. Aber im Vergleich, yo, das ist ein Ding. Aber da werde ich nochmal in dem nächsten Video, wo wir mal über die Kosten sprechen, was das ganze Ding hier gekostet hat, weil ich habe ja alle Quittungen aufbewahrt und so, werde ich da nochmal drüber sprechen, weil Italien-Maut ist einfach eine Frechheit. Das ist krank. Das ist einfach krank. Ja, für das, wie die Autobahnen sind. Ja, habe ich gesagt. Genau, ich habe gesagt, wenn die richtig geil wären und du damit, keine Ahnung, 130 perfekt fahren könntest, aber das ist einfach eine einzige Huckelstrecke, wo wir gefahren sind. Ja. Leute, ja, in dem Sinne, ich melde mich, wenn wir unterwegs noch was erleben, wenn wir zu Hause sind. Dann quatschen wir noch ein bisschen.